Hallo, guten Morgen. Ja, wieder beim Walken, wieder ein paar Gedanken fliegen lassen. Walking-Tipp, wenn man das so nennen darf überhaupt. Ich habe euch gestern erzählt, wie wichtig so eine Motivforschung ist. Also wie wichtig ist es, an die Bedürfnisse, an die Wünsche, an die Motive von Zielgruppen heranzukommen. Und mein Gedanke, ich habe es euch ja gestern schon erzählt, ist einfach, wenn ihr euch neu erfinden wollt, wenn ihr neue Lösungen für eure Kunden anbieten wollt, nach dem Restart, vor dem Restart, jetzt, dann müsst ihr euch überlegen, was brauchen denn die Kunden? Das heißt, ihr müsst den Kunden ins Zentrum stellen. Ich weiß, das ist uralter Schmarrn. Nur wenn ich draußen in der Praxis hinschaue, es macht halt leider keiner. Es ist alles nur Lippenbekenntnisse, bla bla bla, bla wie bla wie bla wie. Aber so richtig auf den Kunden fokussiert sich da eigentlich keiner. Das ist die Chance. Ich habe euch gestern erzählt, wie ihr das machen könnt, mit dieser Ad-Hoc-Methode ohne Kontakt zum Kunden aufzunehmen. Eine andere Möglichkeit sind natürlich all das, was wir Psychologen machen, wirkliche Befragungen. Ja? Also qualitative Befragungen, okay, kommt immer das Argument, qualitative Befragungen sind ja nicht repräsentativ. In dem Moment will ich aber gar nicht repräsentativ sein. Ich möchte einfach herausfinden, ich möchte in die Tiefe gehen, ich brauche eine Tiefenbohrung. Wie denkt, wie fühlen Menschen in einer bestimmten Situation jetzt? Wie fühlen sie sich jetzt? Wie gehen sie mit diesen ganzen Dingen um? Wie gehen sie mit der Krise um? Wie gehen sie mit den Herausforderungen jetzt um? Was heißt das für ihr Geschäft? Was heißt das für ihr Business? Und so weiter und so weiter. Und in den Fällen kann ich euch als Psychologe nur sagen, helfen einfach Tiefeninterviews, qualitative Interviews, halbstrukturiert geführt, einfach um in die Zielgruppe hineinzuschlüpfen. Ja, wir tun immer alle so arrogant, als wenn wir unsere Zielgruppen kennen, als wenn wir unsere Bedarfsgruppen kennen und sagen, ja, wir kennen das, ja, das sind ja unsere Kunden und wir wissen, wie die denken und wie die fühlen. Nein, wir wissen leider gar nichts. Und wir wissen auch nicht, wie sich die Menschen, die Kunden und Konsumenten nach dieser Krise fühlen werden und wie sie dann reagieren. Und da sollte ich einfach schauen, dass ich da Informationen bekomme. Also ein weiterer Punkt, Möglichkeit in der Motivforschung sind eben ganz traditionelle, klassische Möglichkeiten wie Interviews, wie Fokusgruppen, wobei ich immer tiefen Interviews als Psychologe vorziehe, weil das besser ist als eine Fokusgruppe, die sich dann vielleicht auch gegenseitig aufschaukelt. Also macht telefonische Interviews, sprecht mit Leuten, die jetzt betroffen sind, horcht da ein bisschen hinein. Ihr könnt nicht gleich immer mit der Lösung kommen und sagen, ja, mach das, mach dies, mach das. Ich muss erstmal reinhorchen. Ich muss in die Zielgruppe reinhorchen. Ich muss wissen, was fühlen die, ich muss wissen, was denken die und was sind die aktuellen Probleme, die diese Menschen haben und nach welchen Lösungen suchen sie. Alles andere ist sinnlos. Sie werden euch nicht zuhören. Sie werden euch nicht zuhören, wenn ihr ihnen jetzt irgendetwas verkaufen wollt, sondern es muss eine Lösung für ihr Problem sein. Ja, sie müssen die Bedeutung erkennen, was bietet ihr da eigentlich an, aber es muss auf ein aktiviertes Motiv treffen. Das heißt, die Leute brauchen ja einen bestimmten Mangel, einen Leidensdruck und suchen jetzt nach Hilfe. Der ist ja gegeben, aber ihr müsst rausfinden, wo ist jetzt hier der Leidensdruck, wo ist die Lücke, wo ist der Engpass, um dann entsprechend Lösungen aufbauen zu können. Und ja, also versucht mal bei der Motivforschung gestern ad hoc, heute mal der Tipp mit qualifizierten Interviews. Wen das interessiert, wie das funktioniert, schaut einfach mal den Meiring an. Das ist so das Standardwerk, wie man so Interviews aufsetzt. Man kann die sehr, sehr gut auch die tiefen Interviews übers Telefon machen. Man kann die aber auch sehr gut über die ganzen Streaming-Dienste jetzt machen, One-to-One. Man kann das sogar mit Erlaubnis der Person aufzeichnen und kann hinterher, wenn man mehrere befragt haben, eben eine gute Clusterung machen, eine Inhaltsanalyse und dann eben schauen, wo ist denn wirklich, wo brennt es denn momentan wirklich und erst dann kommt ihr mit den Lösungen. Also kommt nicht jetzt schon mit Lösungen und sagt, ich habe was das für dich, das und das und ich glaube, das hilft dir. Ihr müsst erstmal in die Zielgruppe eintauchen und das Verständnis der Zielgruppe haben und das fällt uns halt, uns allen, meistens ebenso schwer und ja, das war mein Walking-Tipp. Boah, ich schwitze, heute ist ein bisschen wärmer als gestern um die gleiche Uhrzeit und jetzt gehe ich noch ein bisschen, jetzt bin ich schon über einer Stunde. Auch das ist ein Ritual, ein Rhythmus. Gewöhnt euch Rituale, gewöhnt euch einen Rhythmus an und dann kommt ihr auch gut durch die Krise und hört auf, euch immer mit irgendwelchen Jammerern zusammen zu tun, wie schlecht das alles ist und wie furchtbar das ist. Das hilft euch nicht weiter. Also, erfindet euch neu und marschiert drauf los und ich wünsche euch noch einen guten Tag und ja, wir haben jetzt auch noch ein bisschen bewegen. Nochmal und tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Peter.